Hey, lieber Siegfried, ich habe mich jetzt endlich bei Society 6 angemeldet, aber jetzt habe ich ein Problem. Wie kriege ich den weißen Hintergrund weg bei diesen ganzen Grafiken? Hallo Tobias, das werde ich dir natürlich sagen. Und wenn auch du das wissen willst, dann bleib dran. Grüß dich und hallo zu unserem nächsten Quickie. Und zwar geht es diesmal um Society 6. Die meisten von euch haben eben sicher das Problem, so wie der Tobias. Und zwar können sie keinen schwarzen Hintergrund einfügen, weil das einfach bei Society 6 nicht möglich ist, dass man da einen Hintergrund auswählen kann oder der Kunde danach sich einen separaten Hintergrund auswählen kann. Und hier werden wir euch jetzt zeigen, wie man einen schwarzen Hintergrund reinbekommt. Als erstes werden wir mal zu Society 6 rübergehen und werden uns mal unsere Datei ansehen, wie das aussieht, wenn man die Datei noch nicht bearbeitet hat. So, Tobias, ich erkläre dir das jetzt mal. Jetzt gehst du mal auf Add New Artwork. Das ist ein ganz jungfräulicher Account übrigens. Ich habe da jetzt wirklich gerade erst mich angemeldet und noch gar nichts darin gemacht. Jetzt gehe ich mal auf Add New Artwork. Genau, dann suchst du unser Talk-on-Demand-Logo raus. Genau, das habe ich mir da jetzt am anderen Bildschirm rausgesucht. Und das mache ich jetzt mittels Drag and Drop, ziehe ich das jetzt rein. Mich wundert es, dass das da einen schwarzen Hintergrund jetzt gehabt hat. Nein, das war wahrscheinlich nur automatisch durch das PNG. Oben schreibst du dann einfach Enter Artwork Title, schreibst du dann einfach Test rein oder sonst irgendwas. Ja, dann gehst du auf Confirm. Continue. Oder Continue. Kannst irgendwie schwer lesen. Artist Agreement. Ja. Ich habe mir jetzt alles natürlich durchgelesen, ganz genau. No. Does this artwork contain major content? No. Continue. So. Und jetzt siehst du natürlich, dass du jetzt überall einen weißen Hintergrund hast. Ja? Und man kann das auch nirgends, das wird jetzt eine Zeit dauern, bis er das alles reingeladen hat. Und durch die Größe der Datei zeigt er dir jetzt auch nicht alles an. Also ich würde vorschlagen, dass man für Society 6 mindestens Datei von der Größe von, sage ich jetzt mal, 8000 mal 8000 hat, um so ziemlich alle Produkte anhaken zu können. Mein hochgeladenes File war übrigens die Hoodie-Größe von Merch. Ja, die genau. Die war dann doch deutlich zu klein für viele davon. Ja. Und da, wie du siehst, ist halt überall ein weißer Hintergrund. Ja, du musst jetzt nicht bis ganz runter gehen. Geh mal wieder rauf. Ich bin gerade begeistert, was es da alles gibt. Da wäre es natürlich jetzt interessant gewesen, ein Logo oder ein Design zu nehmen, das einen weißen Text hat, den man dann nicht lesen kann, weil dann macht es noch mehr Sinn. Aber trotzdem, wir wollten das einfach auf einen schwarzen Hintergrund bekommen, darum geht's. Genau. Dazu brauchen wir noch das Gratis-Programm GIMP, das hast du dir im Vorfeld schon runtergeladen. Es geht leider nicht mit irgendeinem anderen Programm, also das geht wirklich nur mit GIMP. Für mich ist das auch das Einzige, wofür ich dieses Programm brauche, aber ja, es ist halt mal so. Da hast du ja, GIMP, machst das mal auf. Ich wechsle zu GIMP, ich habe mir das wahrscheinlich vor 10 Jahren das letzte Mal runtergeladen, aber wir werden das schon hinkriegen. Ja, dann machst du die Datei, dieselbe, die du jetzt bei Society 6 reingegeben hast, machst du jetzt mit GIMP auf. Ich ziehe sie auch hinein. Da haben wir sie schon. Okay. Und das Einzige, das du hier jetzt machen musst, ist bei der Hintergrundfarbe. Das ist da links oben. Ja. Einfach die beiden Sachen switchen, sodass quasi das Schwarz der Hintergrund ist und weiß der Vordergrund. Und jetzt musst du es einfach nur abspeichern. Also exportieren. Kleinen Pfeilchen direkt da drüber kann man sie verändern. Und jetzt heißt es einfach speichern. Exportieren als. Exportieren nach heißt es bei mir. Also, okay, exportieren nach. Und dann schreibst du dir jetzt oben noch dazu, underscore black oder irgend sowas, dass du es auch später noch weißt. Exportieren. Da einfach auch exportieren, das müsste eigentlich passen. Oder da steht zum Beispiel oben Hintergrundfarbe speichern, siehst du das? Ja.
Genau, und da speichert er dann mit. Da drückst du jetzt exportieren. Drück da jetzt nichts um, Tom, bitte. Ja, ich habe nichts gedrückt. So. Und jetzt gehst du wieder rüber zu Society 6. Jetzt fangen wir Ja. einfach wieder von neuem an. Du Ich mach mache einfach jetzt Add New New Artwork. Artwork. Man könnte es jetzt natürlich auch wechseln, dort das Artwork und zusätzlich noch dazugeben, aber damit wir das jetzt von neuem beginnen. So. Ich lade jetzt das Neue hoch. Ja. Schreibst wieder oben Test rein. Test Black. Continue. Wieder Agree Achso, und jetzt. Major Content of No. Continue. So. Und dann, wie du siehst, hast du einen schwarzen Hintergrund. Nur bei den zwei beiden oberen Artprint und Framed Artprint, ich gehe mal auf größer, das wird man nie ändern können. Das liegt aber an Society 6 und beim Wood Wall Art, weil das ja natürlich so Holzblöcke sind, aber sonst. Jetzt ist der schöne, jetzt ist der mit schwarzem Hintergrund der Polster und die Ja. Uhr. Hier, da bestelle ich mal gleich eine ganze Wand. Oder so ein Hocker. Ja. Wenn du jetzt zum Beispiel reingehst, geh einfach einmal in das Framed Mini Artwork links oben rein. Das hier, Ja, Edit. Edit. Da sieht man es, den Hintergrund nicht. Also das ist dann trotzdem noch schwer, wenn man jetzt ein Design hat, wo nur weiße Schrift ist, dann kann man das irgendwie schwer wieder einmitteln. Aber jetzt gehst du einfach dort auf Scale. Du Es ist machst das ein bisschen kleiner. trotzdem noch transparent, Ja. Und aber dann kannst du es sogar einmitteln mit Center. ist eher, ja. Ja, und dann einfach Save and Enabled. Und dann könntest du rein theoretisch auch gleich diese Platzierung für mehrere Produkte nehmen, das nicht so oft, sonst einfach Skip this Step drücken. Ja, ist Ich egal. mache es gleich. Enable. Ja. So, jetzt warten wir kurz und dann müsstest du sehen, Status Frame Mini Art ist jetzt quasi Das ist schön ja eingemittelt. gefällt Ja, mir. das ist eigentlich die ganze Hexerei. Das Einzige, was man noch beachten muss, also ich hatte zumindest da Probleme, diese Datei, wo dieser Hintergrund quasi mitgespeichert wurde durch GIMP, den kann man jetzt schwer bei anderen Plattformen verwenden. Also ich habe da massive Probleme bei Redbubble zum Beispiel gehabt, wenn ich dort die Datei hochlade, dass da zu Fehlern oder so gekommen ist. Also für mich ist, ich mache mir da immer die doppelte Arbeit, ich speichere quasi für Society 6 extra nochmal eine Datei ab mit diesem schwarzen Hintergrund und lade diese Datei dann auch nur bei Society 6 hoch. Und ja, und für die anderen Dateien habe ich sowieso, anderen Plattformen habe ich sowieso die normale Datei, die ich sonst auch hatte. Ja? Und das ist eigentlich die ganze Hexerei. Und so habt ihr dann einen schwarzen Hintergrund. Wie gesagt, nur bei diesen drei Produkten geht es halt nicht, aber sonst bei allem anderen ist dann jetzt ein schwarzer Hintergrund und der ist auch nicht begrenzt oder sonst irgendwas. Also Wunderbar. Na, super. ja, wieso, wenn du auf Skip this Step gehst, Okay, dann. Skip habe ich nicht gesehen. Ja. Ja, aber wie gesagt, bei Wood Wall Art wird sowieso nichts bringen. Na Aber egal. ja. Cool. So, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass wir euch damit geholfen haben. Wenn ja, dann lasst uns einen Daumen da. Oder wenn ihr noch kein Abonnent seid, dann lasst uns ein Abo da. Und schreibt uns vielleicht in die Kommentare, ob euch dieser Tipp geholfen hat und ob wir, wenn wir wieder einen super Tipp für euch haben, ein neues Video dazu machen sollen. Also, dann, wir wünschen euch einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Tschüss.